Und sag herzlich willkommen zur 50. Logoversity. Yeah! Heute mit dem Martin Hauenschmidt. Und ich freue mich wirklich, weil, ja, es ist ein kleines Highlight für mich heute. Ja, und ich hoffe, ja, ihr habt genauso viel Spaß heute wie ich und ich werde voll interessante Sachen hören. Ich sag danke an Martin und bin schon still und freue mich auf dich. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Mir gefällt die Energie da heute. Danke für das Intro. Ist eigentlich eh schon alles geklärt. Fragen gerne zwischendurch. Ist mir lieber, wenn man ein Thema hat, das jetzt vielleicht nicht ganz so angekommen ist oder so, dass man es direkt machen. Oder wenn ihr Fälle habt, wo ihr nachfragen wollt, wie ich das sehe oder so, dann bitte gerne einfach unmuten oder im Chat. Ich werde jetzt kurz mal meinen Screen sharen. Und dann lege ich euch noch hier rüber auf meinen zweiten Bildschirm, damit ich euch alle sehe und den Chat alles parat habe. Und so, Chat, wo bist du? Dann da mal noch darüber. Perfekt. So, los geht's. Mein Name ist Martin Hauenschmidt und ich werde heute ein wenig über die Geschäftsmodelle der Tech-Riesen reden. Ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder von euch irgendwo schon mitgekriegt, dass Google, Facebook und Co. einfach schon ein sehr großer Teil von uns, unserem Leben und auch vom Leben von Jugendlichen ausmachen. Und was ich aber da sehe und was auch, wo auch immer wieder mehr Stimmen laut werden, ist das, überlegt man uns mal eigentlich, was da dahinter steckt, was das Geschäftsmodell dahinter ist und was dafür Mechaniken verwendet werden und ob die überhaupt so positiv sind. Und das werden wir uns heute ein wenig anschauen. Gleich einmal vorweg, sorry, wenn ich das jetzt so sage, wir sind als Menschen leider nicht perfekt. Wir haben Emotionen, die sind nicht immer irgendwie positiv, oft sind wir mal wütend. Und der letzte Punkt, mir persönlich ist wichtig, wir sind faul. Wir haben nicht die Zeit oder die Kapazität, alles im Internet nachzulesen, alles zu lernen, das es da gibt, sondern irgendwo müssen wir da irgendwo einen Abgleich machen zwischen, was überlegen wir uns und wo sagen wir, okay, das muss ich jetzt einfach mal in mein Weltbild zum Beispiel übernehmen. Unser Gehirn ist sehr erpicht darauf, so wenig Kalorien wie möglich zu verbrauchen. Das heißt, alles, was irgendwie komplexer ist, gibt es die Tendenz zu sagen, na, beschäftige mich heute eigentlich nicht damit. Das hat eigentlich super funktioniert, Jahrtausende lang. Und dann kam das Internet. Das hat, ich war leider nicht mehr Teil dieser Generation, aber da hat es am Anfang des Internets, hat's diese Cyber-Utopie, hat das mehr oder weniger auch geheißen, wo es darum gegangen ist, was jetzt alles möglich ist, weil wir vernetzt sind über alle Kontinente und da war diese Idee war auch durch in der Hacker-Kultur in der frühen aufgegriffen worden ist, im Internet gibt es keine Unterschiede. Es kann keinen Sexismus geben, keinen Rassismus, es geht nur Fakten, Gedanken und jeder kann das teilen und jeder kann an einer komplett gleichwertigen demokratischen Diskussion teilhaben. Das war also damals so eine Idee, wo die frühen technologischen Entwicklungen irgendwie das noch als Spirit drinnen gehabt haben. Open Source Software, die man einfach so verwenden kann, zum Beispiel. Also da hat die Welt eigentlich relativ gut ausgeschaut, so als würde das irgendwie so utopisch werden und jetzt können wir endlich die Probleme der Menschheit alle lösen. Ja, wenn man das Internet heute so anschaut, könnte man meinen, dass es eigentlich an allen Ecken und Enden irgendwie brennt und überall gibt es Missinformationen und was weiß ich. Und jetzt mit der Corona-Krise ist sowieso extrem leicht, sich überhaupt irgendwo in jedwede Richtung zu radikalisieren. Also irgendwo dazwischen sind wir ein bisschen vom Weg abgebogen. Irgendwo haben wir eine falsche Richtung eingeschlagen. Und das wird nirgends besser repräsentiert als bei diesem Zitat von unserem geliebten Mark Zuckerberg, seines Zeichens Erfinder und Chef von Facebook, Instagram und WhatsApp inzwischen. Das war damals, wie er Facebook gebaut hat,
sagt er so frei übersetzt, er hat über 4000 E-Mails, Bilder, Adressen und Sozialversicherungsnummern von den Leuten auf seiner Uni. Und irgendein Freund fragt ihn, ja, warum hast du das? Und er sagt, die geben mir das einfach, die geben das selbst ein, diese Idioten. Und das zeigt sehr gut den Spirit, den wir ein bisschen so bei den Tech-Riesen haben. So dieses, wie soll man sagen, dieses, du verwendest das ja eh selbst und wir geben dir ja sehr viel dafür. Was aber hinter den Kulissen passiert, das ist was, wo man jetzt schön langsam merkt eigentlich, dass das eigentlich gar nicht so eine gute Idee war, dass jeder auf Facebook war oder dass die Prinzipien dahinter vielleicht gar keine so gute, gut balancierte Sache sind. Wir haben nämlich jetzt im Jahr 2021 oder eigentlich schon seit 2009, 2010 eine Tech-Elite, die mit ihren Plattformen mehrere Milliarden, und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, Personen erreichen können. Und deren Ziel ist nicht nur, unser Leben besser zu machen. Deren Ziel ist es, zuerst einmal Geld zu verdienen. Und das ist eine Situation, die zu allerhand Thematiken führt, wo man jetzt sozusagen einfach mal Randgebiete der Social-Media-Nutzung jetzt schon langsam merkt, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Und wenn man sich da das Facebook-Mission-Statement anschaut, den Menschen die Kraft geben zu teilen und die Welt offener und mehr verbunden zu machen. Das steht im Facebook-Mission-Statement drinnen. Wenn man eingibt Facebook-Datenskandal, gibt es 183.000 Ergebnisse. Das war vor ein paar Monaten, da gibt es jetzt sicher mehr davon. Dann kommen schön langsam die Studien raus, dass Social Media, aber nicht Videospiele lustigerweise, zu Depressionen in Jugendlichen führen. Allen voran Instagram. Ich finde lustig, dass Social Media im Endeffekt das ist, dass da das Problem ist und nicht das, was meine Generation hat nach die Killerspiel-Diskussion führen dürfen, dass Videospiele uns alle gewalttätig machen. Finde interessant, dass in Wirklichkeit das eher die sozialen Medien sind, die da eine große gesellschaftliche negative Folgen haben. Facebook leistet sich so Sachen wie in der App, wenn man die offen hat, war mal der Kamerafeed. Wenn ich jetzt die Kamera da einschalte und mich selbst filme, oder euch filme jetzt da die Kamera, die da vor mir steht, dieser Feed war immer hinter dem Newsfeed, wo man geschaut hat, was gibt es Neues von meinen Freunden, war aktiv. Da hat die App auf die Kamera zugegriffen, während ich durchgescrollt habe und geschaut habe, was meine Freunde so tun. Laut Facebook war das ein technischer Fehler, falsch programmiert, was auch immer. Das Ding hat aus Versehen auf die Kamera zugegriffen. Kann man sagen, okay, Einzelfall, Facebook passiert. Ich bin selbst Programmierer, das passiert, so Fehler, dass irgendwie das Ding aus Versehen nur auf die Kamera zugreift oder was weiß ich, das Mikrofon aktiviert wird, weil irgendwie, aber das ist ja kein Einzelfall bei Facebook und Co. Das heißt, hier bin ich schon, tendiere ich eher schon dazu zu sagen, wenn das nicht sogar vielleicht ein bisschen kalkuliert war, um zu schauen, wie reagieren Leute auf bestimmte Status-Updates zum Beispiel. Dann die UNO sagt, Facebook trägt eine Teilschuld am möglichen Genozid in Myanmar. Man sieht am Datum, das ist pre-Corona und ist auch natürlich schon aus den Medien verschwunden. Aber was dort passiert ist, ist das, dass gegen eine Bevölkerungsgruppe gehetzt worden ist. Und zwar Facebook. Und normalerweise sollten solche Plattformen irgendwie schauen, dass da jetzt keine Hassreden auf Facebook geteilt werden. Nur Facebook hatte niemanden im Team, der die Sprache spricht. Das heißt, die haben keine Chance gehabt, diese Posts zu lesen und zu schauen, hey, Moment mal, das verstößt aber ganz klar gegen unsere AGBs, gegen unsere Terms of Service. Du kannst nicht einfach gegen irgendwelche Minderheiten auf Facebook hetzen. Und so ist es, hat sich aufgeschaukelt und hat dann dazu geführt, dass Facebook da eine Teilschuld auch trägt, weil eben der Großteil dieses Hasses über eine Plattform wie Facebook gelaufen ist.
Und das ist relativ neu. 533 Millionen Telefonnummern sind vor kurzem nach außen gelangt. Ich habe mir die von Österreich und Deutschland runtergeladen. Das heißt, wenn ihr auf eurem Facebook-Account die Telefonnummer verbunden habt, dann habe ich sehr wahrscheinlich die hier bei mir am Rechner liegen. Das sind in Österreich 1,2 Millionen, in Deutschland sind es, glaube ich, 6 Millionen. Was war die Reaktion von Facebook? Das melden wir nicht. Widerspricht eigentlich der DSGVO, dass man das den Leuten nicht meldet. Es gibt nur eine interne Memo, die sagt, ja, das bitte natürlich, aber schauen wir, dass wir das Ganze normalisieren, dass die Daten nach außen gelangen, dass man das als normales Thema, das immer wieder passieren wird, einfach in den Medien spielen, damit wir jetzt nicht die Strafe von der Datenschutzbehörde zum Beispiel kriegen, sondern dass wir einfach PR machen, um das Thema, um uns von unserem Versagen in Wirklichkeit abzulenken. Und nach jedem einzelnen dieser Skandale sagt Facebook, boah, ja, wir müssen besser werden. Das geht so natürlich nicht. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie es der Facebook-Aktie geht, der geht's blendend. Und das ist mein ganzes Problem mit der Sache. Beziehungsweise eigentlich haben wir ein Problem. Es kennt sich einmal niemand aus. Wie funktioniert Facebook? Wie entscheiden die, was mir vorgespielt wird? Niemand kennt das gesamte Bild. Wo schwirren meine Daten herum? Wir werden vom technologischen Fortschritt auch irgendwo abgehängt. Keiner kapiert, was künstliche Intelligenz eigentlich in Wirklichkeit macht. Nicht einmal die Leute selbst, die das programmieren, können sagen, warum trifft diese KI jetzt diese Entscheidung. Und wir sind nicht einmal dazu fähig, dieses ganze System irgendwie zu kapieren. Unser Gehirn ist noch in der Zeit, wo wir vielleicht in einem Stamm gelebt haben und das maximale, das spannend war vielleicht, wenn ein anderer Stamm vorbeikommen ist oder wenn man gehandelt hat oder was auch immer. Und jetzt haben wir plötzlich so ein globales Netzwerk und wir haben da Apps am Handy, wo wir in einer Sekunde uns sofort irgendwo in irgendeine Welten begeben können. Und leider können wir uns aber auch nicht davor verschließen. Und vor allem ihr könnt euch nicht davor verschließen, weil ihr da irgendwo ein bisschen up-to-date sein müsst, was passiert und was dahinter steckt, um das richtig beurteilen zu können. Kurze Vorstellung nach diesem Intro zu mir. Ich bin Programmierer oder war Programmierer. Ich habe Webseiten, Online-Shops und Business-Software programmiert und ich habe einen Tech-Blog auf martinhaunschmidt.com. Und kurzer Humble-Brag, bis Sie das zum Angeben. Ich bin schon vom Armin Wolf retweetet worden und ich war in der Kronenzeitung. Also eigentlich habe ich Österreich schon durchgespielt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und auch der Martin Thür, wer ihn kennt, hat mich da schon verlinkt. Also gerne vorbeischauen dort. Aber es gibt auch neben der Programmierung die dunkle Seite von mir, sage ich jetzt einmal. Und zwar bin ich auch Hacker. Ich bin in der IT-Security tätig und ich mache da Penetration-Testing, wo ich Unternehmen zum Beispiel auch teste, um zu schauen, wie sicher sind die und kommen Hacker mit den Taktiken der echten Hacker rein. Nur ich bin dann vertraglich gebunden zu aufhören, bevor Schaden entsteht. Und bei mir gibt es einen schicken Report, der dann drinnen steht, okay, ihr seid scheiße oder nicht. Und nebenbei mache ich eben so Recherchen zu Spam-Netzwerken, Bitcoin-Betrügereien und so weiter. Und das ist auch der Hintergrund, warum ich die Tech-Riesen, Google, Facebook und Co., irgendwie ein bisschen skeptisch sehe. Weil ich durch mein Mindset als Hacker irgendwie immer schaue, wie kann man was anders verwenden, als es gedacht war. Und welche Variablen spielen da mit im Hintergrund, wie funktioniert das System? Irrsinnige Neugierde, aber wenn man dann hinter die Kulissen blickt, ist teilweise nicht so lustig. Und gleich vorweg, ich habe noch immer einen Facebook-Account und ich habe einen Instagram-Account und ich habe einen TikTok-Account und ich habe einen Google-Account und ich habe einen YouTube-Account und ich habe einen Netflix-Account. Ich bin keiner von denen, die sagt, jetzt vollkommen offline, ich brauche das für mein Business. Ich verwende es auch nur für mein Business eigentlich und um ein bisschen up-to-date zu bleiben mit meinen Freunden. Aber ja,
Und täglich, täglich, wirklich täglich hadere ich mit mir, ob ich nicht endlich meinen Facebook-Account löschen soll, zum Beispiel. Und meine Meinung direkt als too long didn't read. Ja, Social Media. Ich finde es immer noch eine super Idee. Es ist etwas, wo man wirklich gut sich mit Leuten vernetzen kann, wo man auch wirklich was Gutes schaffen kann. Aber nur, wenn wir wissen, auf was wir uns einlassen. Und das ist das, das sehe ich heute bei, früher hätte ich gesagt, bei den Jugendlichen, die wissen nicht, was da dahinter steckt, die verwenden es einfach nur gut. Heutzutage jetzt mit der ganzen Corona-Situation, wo man auch immer wieder Geschichten hört und sieht, wo jemand, der jetzt einfach zu viel Zeit hat zu Hause, durch YouTube radikalisiert wird, muss ich sagen, das ist kein Problem einer Generation. Und das werden wir uns heute anschauen. Was sind die Mechaniken, die dahinter stehen? Was ist das Business hinter diesen Tech-Riesen und warum oder was hat das für Auswirkungen auf uns? Und da möchte ich vor allem auf zwei große Faktoren eingehen. Das eine ist die Zeit und das andere sind die Daten. Weil wie verdienen diese Plattformen Geld? Wie verdient Facebook Geld? Wie verdient Google Geld? Man könnte jetzt sagen, Google, das ist eigentlich schon so ein riesiges Konglomerat mit Suche, mit Gmail, mit Cloud-Services und so weiter und so fort. Wie verdienen die Geld? Es ist größtenteils immer wieder nur die Werbung. Es geht immer um die Werbung. Ich glaube, Facebook hat nicht einmal irgendwie ein anderes Geschäftsmodell. Google, okay, kann man nur diese Google Suite kaufen und für Businesses diesen Google Cloud-Ding, aber das war es dann eigentlich. Und das führt zu sehr vielen interessanten Problemen in der heutigen Zeit, weil wie kann man optimieren? Wie kann man optimieren, dass man möglichst viel Geld verdient, wenn Werbung das einzige Geschäftsmodell ist? Zwei Faktoren. Das erste ist die Zeit. Wie oft kann ich einer Person Werbung zeigen? Und der zweite Faktor ist, wie viel Geld kann ich mit einer Werbung verdienen? Und das ist natürlich, je mehr Daten ich über eine Person habe, desto genauer kann die Werbung sein und desto mehr Geld kann ich dafür verlangen als Plattform. Und wenn man sich das mal zu Gemüte führt, diese Gleichung, Zeit, Daten, alles nur, um zu maximieren, wie lange ich zum Beispiel auf Facebook bin, weil dann können uns mal mehr Werbung ausspielen, dann machen so Dinge wie das selbstfahrende Auto. Warum forscht Google am selbstfahrenden Auto? Warum hat Facebook Virtual Reality die Oculus gekauft? Warum forscht jeder Tech-Riese an der Verlängerung des Lebens? Und warum hat Google überhaupt das Betriebssystem Android, das sehr viele Personen auf den Smartphones haben, gekauft? Und wenn man das alles auf diese eine Gleichung zurückbricht, um zu optimieren, A, wie viele Daten kann ich sammeln oder B, wie viel Zeit verbringen Personen in meinem Ökosystem, dann macht das alles Sinn. Weil was ist denn heute eine der, ich sage mal, längsten unproduktiven Zeiten, die wir haben? Das ist, wenn ich im Auto sitze. Ich komme aus Oberösterreich, ich bin täglich 2 Stunden nach Linz rein und wieder rausgefahren. 2 Stunden. Wenn ich in diesen 2 Stunden jetzt in einem selbstfahrenden Auto sitzen würde und währenddessen vor mir natürlich einen Bildschirm habe und das Ganze noch dazu von Google ist, sind es 2 Stunden, die ich länger auf Google verbringe, die ich länger Werbung konsumiere, die ich länger Inhalte konsumiere. Und das wiederum optimiert natürlich, wie viel Geld Google aus mir rausziehen kann. Verlängerung des Lebens, ah klar. Wenn wir 10 Jahre länger leben, sind wir 10 Jahre länger vom Bildschirm. Oder bei Google Android, wenn ich ein Gerät habe, das ich 24/7 mit habe und das meine Location kennt, das meine fast sagen, intimsten Habits und Gewohnheiten kennt, wann schaue ich auf welche App und so weiter und so fort, dann ist das ein ungemeiner Datenschatz, der sehr viel Geld im Endeffekt für Google zur Folge hat. Fangen wir mit dem ersten großen Thema an, das Thema Daten. Der digitale Zwilling.
Das ist ein Prinzip, um vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, wie diese ganze Datenökonomie eigentlich funktioniert. Es gibt zu jedem von uns eines oder mehrere Zwillinge und Profile, die irgendwo in irgendwelchen Rechenzentren herumliegen. Was meine ich damit? Wenn ich auf eine Anzeige klicke, wo, keine Ahnung, eine süße Katze ist, dann wird irgendwo bei meinem Profil dieser Punkt hinzugefügt. Und das wird gemacht über alle Interaktionen hinweg. Das wird sogar geschaut bei Facebook, Instagram, wie lange schaue ich mir einen gewissen Post an. Wenn ich so durchscroll durch die App, wie lange bleibe ich hängen bei einem bestimmten Bild? Und dann scrolle ich weiter. Das ist nicht einmal, wenn ich jetzt aktiv was tätige, zum Beispiel ein Like hinterlasse oder das dazu kommentiere, weiß Instagram, weiß Facebook trotzdem, war das interessant für mich oder nicht. Und das sind alles Datenpunkte, die da reingefüttert werden in diesen digitalen Zwilling von mir. Das heißt, es wird immer genauer, dieses Ding, je mehr Zeit ich auch verbringe da drinnen. Und irgendwann kann man schon relativ genau sagen, Martin Hauenschmidt, 30 Jahre alt, der typische Techniker, der hat Interessen, keine Ahnung, was war dabei? Ich habe einmal bei Facebook nachgeschaut, Lego. Weil ich mir mal diesen fetten Lego Unimog gekauft habe, weil ich mal wieder Lego bauen wollte. Ist für immer in meinem Profil gespeichert. Inzwischen kriege ich keine Lego-Anzeigen mehr. Ja, okay, weil ich nie wieder geklickt habe und das mehr so ein One-Time-Ding war. Aber diese Profile werden halt immer genauer. Und damit verdient dann Facebook natürlich wieder Geld. Genau dasselbe bei Google. Die haben einmal angefangen, die Google-Mails zu lesen. Die E-Mails. Das ist eigentlich was, wo ich schon sage, das ist doch Privat-Ehe. Und wie viel Geld oder wie viele Daten man überhaupt sammeln kann, da habe ich diese eine Grafik gefunden. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Wenn ihr wollt, kann ich die Folien nachher, werden die dann auch ausgeschickt. Könnt ihr euch diese Grafik auch im Detail anschauen. Aber was haben die da gemacht? Die haben geschaut, wie oft sozusagen schickt ein Smartphone Daten nach Hause. Nach Hause heißt in dem Fall zu Google oder zu Apple. Und die haben ein iPhone und ein Android-Handy nebeneinander hingelegt und nur geschaut, was macht das Ding, während es eine Stunde lang am Tisch liegt. Da ist noch keine Bewegung dabei, da wurde keine App geöffnet, das ist einfach nur, es liegt eine Stunde da. Und das Ergebnis ist schon ein bisschen hart. Wir haben da eine Number of Requests per Hour. Wie oft hat sich das Handy zum jeweiligen Hersteller verbunden? Und wir haben da zu Google verbunden oder zu Apple verbunden. Und das Android hat sich 40 Mal in einer Stunde zu Google verbunden, um Daten zu schicken. 40 Mal. Das iPhone mit der Google-App drauf hat zweimal, dreimal vielleicht sich verbunden. Und das iPhone hat sich, was ist das, fünfmal zu Apple verbunden, um Daten zu schicken. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel Apple nicht unbedingt zu diesen Tech-Riesen dazuzähle. Weil, wenn man ein bisschen zynisch wäre, könnte man behaupten, Apple verdient das Geld nicht durch Werbung, sondern durch überteuerte Geräte. Und wenn man sich das so anschaut, muss ich sagen, für mich persönlich sind die Apple-Geräte nicht wirklich überteuert, wenn man in Betracht zieht, dass ich zumindest sicher gehen kann, dass nicht 40 Mal pro Stunde irgendwelche Daten an Apple geliefert werden oder Google. Und wenn man sich dann da anschaut, was das für Daten waren, von diesen 40 waren 35%, also das sind 12 Requests, keine Ahnung, die Location des Handys. Das heißt, 10, 12 Mal, 15 Mal pro Stunde schickt ein Android-Handy die aktuelle Location von dem Handy an Google. Was haben wir dann da noch? Werbedomains, der App Store, Geräte-Uploads, das sind zum Beispiel Fotos, die man gemacht hat und ADAS. Beim iPhone dagegen, das schickt die Location gar nicht an Apple zum Beispiel. Da sind 46% zu Gerät-Uploads, keine Ahnung, iCloud-Backup, was auch immer und 41% ADAS.
Das muss man sich schon mal anschauen. Und deswegen werde ich persönlich, weil mir das wichtig ist, kein Android-Handy mehr kaufen. Weil das Ding einfach 12 Mal in der Stunde, sagen wir es sind 35% von 40, habe jetzt nicht die Kopfrechenbegabung, das jetzt auszurechnen, 10, 12 Mal, 15 Mal, was auch immer, pro Stunde schickt dieses Android-Handy meine Location zu Google. Und das weiß, ob ich gehe, das weiß, ob ich mit dem Rad fahre und das weiß, wo ich bin. Und das kann man wiederum sehr, sehr gut monetarisieren. Wenn man weiß, in welchen Geschäften ich unterwegs bin. Wenn man weiß, in welchen Lokalen ich unterwegs bin. Das ist sehr, 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 sehr wertvoll. Für Google eben. Für uns, die meisten Leute, die mit dem Smartphone herumlaufen und die das jetzt nicht irgendwie so aktivistisch unterwegs sind mit Privatsphäre, wie ich das bin, denen ist das ja egal. Aber im Endeffekt wird es verwertet, um Geld aus unseren Daten zu machen. Also das braucht sich, es ist die technischste Folie da herinnen, da braucht man nicht einmal anfangen, das irgendwie ansatzweise, das ist so undurchsichtig und das ist eigentlich die Aussage dieser Folie, dieses ganze Netzwerk ist so undurchsichtig, wenn man in einer App unterwegs ist, welche Firmen da alle die Daten kriegen und wer von euch kennt auch nur eine Firma von denen da rechts? Bitte einfach in den Chat schreiben oder Hand aufzeigen, verwenden. Also ich kenne eine Firma da drinnen und ich bin in der Branche mehr oder weniger tätig. Mopub, AppNexus, Mopfox, Zoomla, das sind alle schon so benannt, damit man sich das ja auch nicht merken kann. Und wenn man aber in einem Handy, in einer App ist und eine Werbung ausgespielt wird, dann gehen die Daten da an diese Firmen. Und das ist besonders interessant, hat es interessante Analyse gegeben. Wenn man sich Apps anschaut, wo man auf wirklich auch sensible Daten rückschließen kann. Zum Beispiel hier als Beispiel Grindr, eine Dating-App für LGBT-Personen. Die verbindet sich oder die schickt an 53 verschiedene Domains im Hintergrund, 53 verschiedene Firmen im Hintergrund die Werbung oder Daten an des Nutzers. 36 davon sind Werbungen. 18 davon kriegen eine eindeutige, dem Gerät zuordnbare ID zugespielt. 11 kriegen die Location und 7 kriegen noch Nutzerdaten. Dann Perfect 365, ich glaube, das war eine Make-up-App, wo man sich mit der Kamera so Make-up-Sachen ausprobieren kann. 99 Firmen sind da dahinter, die Daten zugespielt kriegen, wenn man die App nur verwendet. MyDays ist, glaube ich, Periodentracking. OkCupid ist eine Dating-Plattform. MyTom weiß ich jetzt nicht. Muslimische Gebets-Apps. Tinder-Dating-App. Und Clue ist, glaube ich, auch Periodentracking, wenn ich nicht ganz täusche. Das sind alles Apps, wenn man weiß, dass die am Handy ist, ist das schon sehr interessant für jemanden. Weil dann kann ich Rückschluss auf Religion, sexuelle Orientierung, was auch immer schließen. Gut, bei der Make-up-App, wenn die da ist, okay, kann ich wahrscheinlich nicht wirklich Rückschlüsse. Oder irgendwas wird mir schon einfallen. Aber wenn man sich das überlegt, dass wenn man eine Dating-App für LGBT-Personen verwendet und dann wissen 53 Firmen im Hintergrund, dass ich eindeutig zuordnenbar diese App am Handy habe. Das funktioniert in Österreich noch. Das funktioniert in der westlichen Welt wahrscheinlich noch. Aber stellt euch mal vor, das sind Personen, die leben in einem Land, wo sie verfolgt werden dafür. Und deswegen sage ich, wir haben ein scheiß Problem, weil keiner kennt sie aus. Keiner kennt sie aus. Es gibt ein paar Leute, die sich da wirklich reinfuchsen und die sich das anschauen. Aber der Großteil der Leute ist da wirklich, ich bin Techniker und ich muss mich da einlesen, um das überhaupt zu verstehen, wie das ganze System funktioniert. Das heißt, jedes Mal, wenn in einer App eine Werbung erscheint, erhalten potenziell hunderte Firmen das gesamte persönliche Profil. Und auf Basis von diesem Profil wird in der Sekunde von Werbetreibenden ein Gebot abgegeben. Das ist wie eine Auktion. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich mache meine Make-up-App auf.
und da drin wird eine Werbung ausgespielt. Was passiert da im Hintergrund? Die Make-up-App sagt, hallo, ich wurde geöffnet und ich habe hier einen Platz für eine Werbung. Und im Hintergrund läuft automatisiert auf Basis von meinem persönlichen Profil eine Versteigerung ab. Und dann sagt irgendwer, ja, aber Moment, ich möchte bitte 0,02 Cent für diese Werbung bieten. Und der Gewinner, den kriege ich dann in der App als Werbung ausgespielt. Ihr könnt es jetzt gerne mal probieren. Schaut auf euer Handy, ihr habt sicher eine App drauf, die immer wieder mal Werbung ausspielt. Oder viel Werbung ausspielt auch teilweise. Und wenn man die aufmacht, oder wenn eine dieser Werbung kommt, dann ist dahinter eine, war da die Aktion, die stattgefunden hat. Auf Basis von eurem Profil, das die Firmen von euch haben, wurde geschaut, was sind die Interessen, wie viel ist mir diese Anzeige der Werbung jetzt wert, um eine Person wie euch zu erreichen. Und wenn man sich mal zu Gemüte führt, das ist was, das klickt man weg irgendwie oder es ignoriert, man ignoriert es oder Jugendliche, ich weiß nicht, oder jeder, der ein bisschen mehr mit Apps und im Internet zu tun hat, man fängt an, einen blinden Fleck zu entwickeln für die Orte, wo die Werbung normalerweise ist. Gibt es jetzt schon die Untersuchungen dazu? Man ignoriert das einfach. Das ist so unser Modus, den wir verwenden, um mit Werbung klarzukommen. Aber dass der Hintergrund eben jedes Mal eine Versteigerung, eigentlich eine Versteigerung unserer Zeit und unserer Aufmerksamkeit stattfindet. Und das sind jetzt nicht nur irgendwie amerikanische Apps oder so. Ihr müsst mal anschauen, österreichische Tageszeitungen, die verwenden genauso viele Tracker und können wir uns sogar mal anschauen. OE24.at. Ich habe da oben, sieht man vielleicht, ist ein bisschen schlecht, ich habe da oben zwei Erweiterungen. Das eine ist ein Werbeblocker, der hier 23 Werbungen blockiert hat auf der Ö24. Das andere ist der EFF Privacy Badger, große Empfehlung an dieser Stelle, der blockiert Unternehmen, die mich versuchen, quer durchs Internet zu tracken. Und der hat hier 14 potenzielle Tracker blockiert. Das ist, da nimmt eigentlich jeder Teil an diesem ganzen Spaß und man kann sich nur bedingt dagegen wehren. Auf Google in Android gibt es die Möglichkeit zumindest zu sagen, personalisierte Werbung möchte ich deaktivieren. Das ist unter, ich glaube, Einstellungen, Werbungen oder so in die Richtung. Kann man nachher dann im Detail anschauen, wenn ihr das machen wollt. Und das Geile ist, ich habe diesen Screenshot gemacht, um das zu zeigen. Und dann ist mir aufgefallen, wie genial oder wie ja eigentlich arg Google agiert. Weil wenn man sich diese zwei Schalter anschaut, der obere und der untere, normalerweise würde ich vermuten, dass wenn der Schalter rechts ist, irgendwas aktiv ist. Das heißt, wenn der Schalter rechts ist, ist die persönliche Werbung aktiv. Wenn der Schalter rechts ist, ist die Debugging-Protokollierung für Anzeigen aktiv. Aber die Formulierung dieser Punkte da, einmal heißt es deaktivieren und einmal aktivieren. Alleine dieser psychologische Trick schon, um uns dazu zu bewegen, das nicht zu deaktivieren. Das heißt, wenn der Schalter rechts ist, heißt das für mich was Positives, weil diese personalisierte Werbung deaktiviert ist. Aber die formulieren das schon so, damit wir, wenn wir drüber lesen, nicht drauf kommen, wie das oder was das Ziel von ihnen ist. Und das findet sich überall. Überall finden sie so Sachen. Zum Beispiel bei Booking.com. Es schauen sich nicht gerade 5 Personen genau das Hotel an, das ihr euch anschaut. Das ist gefaked. Das kann man programmieren. Das ist ein zufälliger Zähler und das sagt er halt dann, okay, 3 Personen sind jetzt gerade da. Wobei ich zusagen muss, bei Booking.com glaube ich sogar noch eher, weil die wirklich schon eine massive Plattform aufgebaut haben. Aber bei anderen Hotelplattformen habe ich schon gesehen, wo sich jemand den Quellcode der Seite angeschaut hat. Das war einfach eine Zufallszahl zwischen, keine Ahnung, 2 und 17. Und die ist dann jedes Mal, wenn man aktualisiert hat, weil der andere Anzahl an Leuten hat sich gerade dieses Hotel angeschaut. Das nennt sich Dark Patterns. Wer das mal recherchieren möchte und wer das interessiert,
die sind überall im Internet zu finden und da werden wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Das heißt, um vielleicht ein bisschen zum Fazit zu kommen, zum Thema Daten. Wie viel Geld kann man mit einer einzelnen Anzeige machen? Das lässt sich verbessern oder optimieren, wenn man mehr Daten zu einer Person hat. Und da hat es ein paar Fälle gegeben. Google weiß, dass wenn eine Person schwanger ist, und zwar bevor es die Person selbst weiß, weil die auf Basis der Suchanfragen in Google, und wir geben jeden Scheiß auf Google ein, das muss man sich auch einmal reflektieren, da weiß Google, wenn eine Person schwanger ist, bevor es die Person selbst weiß. Und dann gibt es vielleicht die Werbungen, die ausgespielt werden schon, in die Richtung. Und die Person weiß noch nicht einmal. Dann Facebook braucht 6 oder 7 Datenpunkte in einem Profil, um die sexuelle Orientierung einer Person rauszufinden. Sie sagen es nicht, dass sie das können. Sie sagen nicht, dass sie das verwerten in Werbungen. Und sie stellen das Werbetreibenden natürlich nicht als Faktor zur Verfügung. Das wäre, also die Klage, die wird wahrscheinlich einen Tag auf sich warten lassen. Aber die Daten im Hintergrund sind da. Und Facebook weiß, ob jemand depressiv ist. Anhand der Tätigkeiten, Aktionen, die man in der Plattform tätigt. Anhand der Posts, die man absetzt. Und ja, mehr Daten heißt mehr Dollar für den Zuckerberg. Moment, mein Licht hat sich gerade ein bisschen weggedreht. So. Das heißt ja auch dunkle Seite, weißt du, deswegen. Genau, ja. Ich habe überlegt, muss ich ehrlich sagen, ob ich mir meinen Hoodie anziehe, um diesen Hacker-Modus ein bisschen reinzubringen. habe ich dann doch gelassen. Nächstes Mal dann. Damit wären wir beim nächsten Faktor. Oder gibt es Fragen zum Thema Daten? Das war jetzt sehr viel. Das war jetzt irgendwie, ja, ich verstehe das. Das ist was, das kann man nicht wirklich greifbar machen eigentlich. Ich versuche das anhand von ein paar Beispielen eben zu erklären. Gibt es da Fragen dazu? Ich hätte eine Frage. Sie haben gesagt, dass der Hauptzweck, wie diese Daten verwendet werden, Werbung ist. Jetzt ist aber das gar nicht so der Punkt, der mir jetzt tendenziell größer besorgen würde. Ich schaue da eher so nach Richtung Osten und das mit Social Credit System nach China. Und man hat gemerkt, dass diese Daten auch zu anderen Zwecken als zur Werbung recht ja, hilfreich und nützlich eingesetzt werden können. Mhm. Im Interesse der Regierung zumindest in dem Fall. Genau. Das stimmt ja. Wenn man die, das sind wir im Westen sicher in einer Luxusposition, weil wir nur Firmen haben und verwenden, wo relativ klar ist, was das Motiv ist. Geld. Das heißt, das ist was, das kann man nur durchschauen. Oder das ist was, wo diese Gleichung, da kann ich nur sagen, okay, von mir aus kriege ich halt eine personalisierte Werbung, aber ja, dafür verwende ich dieses Ding. Und natürlich, das ist ein Riesenproblem, weil wenn das wie in China so ist, dass selbst die großen Tech-Riesen einfach wirklich mit der Regierung da mehr oder weniger im Bunde sind, und die Regierung dann direkten Zugriff auf die Daten der Plattformen hat, dann nimmt das ein ganz anderes Ausmaß an problematisch. Und das sieht man jetzt mit den Uiguren, wo wirklich die modernste Überwachungsmaschinerie, würde ich fast sagen, verwendet wird, um die zu überwachen. Da reden wir nicht mehr von, da ist eine Überwachungskamera da, sondern da reden wir von Hacking. Da werden iPhones staatlich gehackt, um die Personen zu überwachen. Und das ist etwas, vor dem muss man irgendwie immer warnen. Aber zum Glück sind wir da noch nicht so weit. Und ich persönlich sehe das jetzt bei Facebook, bei Google auch nicht so kommen. Es gibt inzwischen wirklich den Backlash oder das Pendel schwingt wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Die EU hat mit der DSGVO so viele Probleme, das für jedes kleine Unternehmen irgendwie verursacht hat. Insgesamt ist der Weg ein richtiger. Und der Max Schrems, der da wirklich mit richtig viel Energie gegen Facebook immer wieder klagt. Also das Pendel schwingt schon in die andere Richtung. Apple hat mit dem neuen iOS-Update jetzt das Tracking durch Apps vollkommen mehr oder weniger deaktiviert. Ich kann jetzt auf dem neuen iOS kann ich sagen, ich möchte von dieser App nicht getrackt werden. Und jede App muss dann das akzeptieren. Oder
Wege finden, das zu umgehen und dann riskieren, aus dem App Store geschmissen zu werden. Das heißt, da gibt es jetzt schon, geht es eh schon wieder in die andere Richtung, aber du hast vollkommen recht. Also mit der Situation in China, das ist wirklich noch einmal Ärger, wenn man dann wirklich eine Motivation anders als Geld noch dazu bringt in diese ganze Thema. Noch Fragen? Gut, dann gehen wir zum Faktor Zeit. Zeit ist Geld, natürlich, und vor allem in diesem ganzen Umfeld. Und wenn man dann überlegt, dass man auch mit den Daten, die man generiert, den Nutzungsdaten, wie lange interagiert der Martin Haunsch mit dem und dem Post, das kann man ja zu Zeit machen. Dann liefere ich ihm ja eigentlich nur mehr das, was ihn interessiert und was seine Verweildauer in der Plattform verbessert, verlängert. Und dann mache ich Geld draus. Und da sind wir wirklich die Laborratte in dem Ganzen. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Es hat eine Studie gegeben, wo zwei Ratten jeweils in einem Käfig waren und da war ein Knopf. Und die eine Ratte hat jedes Mal, wenn sie den Knopf gedrückt hat, ein Guzzi gekriegt, was zum Essen. Und die andere Ratte hat jedes Mal, wenn sie gedrückt hat, entweder nichts gekriegt oder mehr. Und die eine Ratte hat jedes Mal, wenn sie Hunger gehabt hat, hat sie gedrückt und hat gegessen. Die andere Ratte ist abhängig von diesem Knopf geworden. Und ich glaube, die ist dann sogar fast verhungert oder so, weil sie von diesem, ist jetzt der Fachbegriff entfallen, diese ungewisse Belohnung, wo nicht klar ist, ob man belohnt wird und wie viel man belohnt wird. Dieser Mechanismus. Das ist genau der Mechanismus hinter einer Slotmaschine. Ich habe mir das sehr lange gefragt. Ich war mal im Casino und da habe ich eine Person gesehen, die ewig lang einfach nur dort stand und man kriegt ja immer denselben Knopf. Und das ist genau dieses Prinzip auf das Minimalste runtergebrochen. Man setzt eine Aktion und es ist nicht gewiss, ob man belohnt wird dafür. Und wenn man belohnt wird, gibt es einen Dopaminausstoß und das macht dann im Endeffekt abhängig. Und wir im Bereich Social Media, im Bereich der Tech-Riesen, sind diese Laborratte. Weil, ich kann euch das kurz mal zeigen. Ich gehe mal kurz bei mir auf Instagram rein. Schauen wir mal, was es da so zu sehen gibt. So, wir sind jetzt da drinnen. Und wenn ich jetzt runterziehe, dann kommt dieses... Moment. So. Seht ihr das? Wenn ich da runterziehe, dann kommt oben dieses Rädchen, das wieder lädt. Und es gibt keinen neuen Post, weil ich es gerade aktualisiert habe. Aber das ist im Endeffekt nichts anderes. Dieses Runterziehen und schauen, ob es was Neues gibt. Das Reinschauen, ob das Aktualisieren, ob irgendwas Neues passiert ist. Das Schauen, ob irgendjemand mein Bild wieder geliked hat. Das Schauen, ob irgendwer kommentiert hat. Das ist nichts anderes. Und die Tech-Riesen wissen das. Und die nutzen das gegen uns. Weil das die Zeit in der Plattform erhöht. Wenn nicht sicher ist, gibt es einen neuen Post. Hat meine Angebetete wieder ihr Essen fotografiert oder nicht? Das sind so Dinge, das ist jetzt ein bisschen plakativ natürlich, aber dieser ungewisse Reward, den man kriegt, wenn man reinschaut in diese Apps, das hat zur Folge, dass man wirklich wie die Laborratte, und ich merke es bei mir selbst, ich kenne die Prinzipien alle dahinter. Aber was ist, wenn ich 2 Minuten Zeit habe, was mache ich? Ich sperre mein Handy und dann schaue ich durch. LinkedIn, Twitter, Instagram. Und ich weiß nicht, ob sich da jetzt Leute von euch ein bisschen auch wiedererkennen da drinnen, aber ich kann euch garantieren, eigentlich fast 100% der Jugendlichen ist da in der einen oder anderen Form betroffen von dem. Und jeder, der irgendwie ein bisschen mehr damit zu tun hat und ein bisschen in dieses ganze System reinkippt, der legt dieses Verhalten an den Tag. Und das ist sogar so weit, dass das inzwischen auch eben irgendwie als Suchtverhalten auch psychologisch geführt wird. Oder zumindest erforscht wird.
Und wenn wir uns das genau überlegen, was erhöht denn dann diese Zeit in der Plattform? Weil, oder anders gesagt, eins möchte ich noch anbringen. Die Situation ist schon ein bisschen anders als jetzt in dieser Laborratte, weil Facebook und Instagram Milliarden von Nutzern haben. Das heißt, die können laufend ausprobieren, was macht die Laborratte noch abhängiger. Und das über Kontinente und Bevölkerungsgruppen und die gesamte Gesellschaft hinweg. Das heißt, das ist in Wirklichkeit so eine Slotmaschine auf Steroiden, was da passiert. Und das nicht zu unserem Besten, würde ich jetzt mal argumentieren. Weil was haben Sie herausgefunden? Was erhöht denn die Zeit in einer Plattform? Radikalere Inhalte erhöhen die Verweildauer in diesen Plattformen. Das heißt, und das ist auf YouTube extrem, wenn ich anfange mit einer Doku über Klimaerwärmung und dann ist ein Video daneben, keine Ahnung, Klimaerwärmung Mythos, dann schauen wir das an. Und die vorgeschlagenen Videos, oder wenn man einfach immer auf Weiterklickt oder nicht irgendwie wegklickt und immer das nächste Video anschaut, das direkt danach geladen wird, wird es immer radikaler. Und man wird da reingedrillt in ein Rabbit Hole, in einen, wie die Alice ins Wunderland. Und irgendwann endet man dann als Klimaleugner oder Corona-Demo-Mensch, der plötzlich glaubt, der Bill Gates pflanzt Chips ein durch die Impfung. Das ist das Thema radikalere Inhalte. Ich habe einen Freund von mir, hochgebildeter Mensch, ist einmal fast Opfer von dem Ganzen geworden. Und da gibt's einen YouTuber, muss ich mir ein bisschen ranhalten, gibt es einen YouTuber, der, vielleicht ist der ein Begriff, der Jordan Peterson. Das ist ein klinischer Psychologe, der auch einmal für Kontroverse gesorgt hat. Er ist eher so dem, ich will es nicht sagen rechten Eck, aber eher der konservativeren Seite zuzuordnen und hochintelligenter Mann, rhetorisch extrem gut. Und ich habe mir mal seine Psychologie-Vorlesung angeschaut auf YouTube. Und mein Kollege eben auch ist ein Fan geworden von dem, weil er sehr klar und strukturiert argumentieren kann. Nur, was wird vorgeschlagen, wenn man sich Jordan Peterson Videos anschaut, weil der irgendwo vom Algorithmus in dieselbe Bubble eingeordnet wurde, ein gewisser Herr namens Ben Shapiro. Wenn ihr den Namen irgendwo hört, ist Vorsicht angebracht. Das ist ein Typ, der nichts anderes kann als Rhetorik. Und da gibt es hunderte Videos auf YouTube, wo einfach nur Ben Shapiro destroys oder zerstört, in Großbuchstaben geschrieben, irgendeine linksliberale Feministin oder sowas in die Richtung. Und diese Videos, das ist abstrus. Da geht es nur darum, wie der Typ eine Rede hält und irgendjemand aus dem Publikum stellt eine Frage und er vernichtet die Person rhetorisch. Nicht argumentativ, rhetorisch. Und das ist eine und jeder, der sich das anschaut, ist so, hahaha, diese Linken oder was auch immer. Oder hahaha, der hat es jetzt fertig gemacht. Aber das wird ja immer extremer. Und dass die Situation alleine schon, ich meine, der Typ macht nichts anderes, außer Reden zu halten. Der ist rhetorisch ein Meister. Gut. Natürlich wird die Studentin mit jetzt 23 Jahren, die nur die 5 Sekunden hat, überhaupt die Frage zu stellen, also das ist ja hierarchisch also schon Unterschied, natürlich wird die nicht sein Weltbild zerpflücken können in diesen 5 Sekunden. Und dann hat er wieder das Mikrofon und kann wieder machen, was er will. Und mein Kollege ist da wirklich reingerasselt in diese Videos, hat die auch dann mir auch geschickt und ich habe gesagt, pass auf, was das mit dir macht. Menschlicht die Leute, die da die Fragen stellen. Das ist ein Runterbrechen dieses Modus, wie soll man sagen, du kriegst einen Dopaminausschuss, wenn du die freust, wenn die Person fertig gemacht wird. Das ist ein ganz, ganz kranker Weg. Schau, dass du das vielleicht einmal ein bisschen reflektierst. Er hat es dann reflektiert und hat mir dann nachher mal geschrieben, hey, danke, das hat die Beziehung zu seiner Freundin sogar beeinflusst. Weil eine gewisse Frauenfeindlichkeit dann plötzlich bei ihm irgendwie merklich war, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Einfach nur, weil die YouTube-Vorschläge ihn da reingebracht haben. Und ich habe schon von sehr, sehr vielen Personen, das auch in der Corona-Krise gehört, die einfach jetzt zu viel Zeit haben, auf YouTube herumhängen und immer wieder radikalisiert werden.
Was erhöht die Zeit noch in der Plattform? Die eigene Weltanschauung, wenn die immer wieder zurückgespiegelt wird. Und das geht ganz entgegen dieser Utopie, dieser Hacker-Utopie, wo es geheißen hat, jede Weltanschauung hat einen Platz, man kann sich die Meinung bilden. Jetzt ist es so, wir kriegen nur mehr das vorgespiegelt, was wir selbst sowieso schon irgendwie als Meinung haben. Suchtverhalten, natürlich erhöht es die Zeit in der Plattform. Und wer Netflix hat, kennt es. Nächste Folge in 3, 2, 1. Na okay, eine schaue ich mir nur an. Das ist ja alles kalkuliert von den Plattformen und getestet über Millionen von Versuchen hinweg. Und die Spiele Clash of Clans und Candy Crush und so weiter sind ein Meister darin. Und so funktioniert das ganze System. Ich lade mir die App runter, also ich da, lade mir die App runter und ich spiele mal. Und dann verliere ich entweder oder meine Zeit ist aus, meine Leben sind aus und dann wird optimiert. Das heißt, die App sagt, okay, passt, jetzt bist du weg. Schauen wir mal, was ist passiert. War das Level zu schwer und so weiter und so fort. Dann passt die App das Level an, damit ich es wieder schaffe. Weil jemand, der ein Level nicht schafft, der ist weg. Den kann ich nicht monetarisieren. Deswegen werden die Levels leichter mit der Zeit. Und so läuft dieser Optimierungszyklus mit Benachrichtigungen. Hey, du hast dein Leben wieder. Hey, XYZ hat dir gerade ein Leben geschenkt, möchtest nicht wieder spielen. Und irgendwann gibt es die Frage, wird es eine Person, die sich Leben kaufen würde, für 5 Euro, für 10 Euro oder nicht? Wenn die Person Leben kauft, dann ist es eventuell ein sogenannter Whale. Das kommt nicht von irgendwo her, dass das wie im Glücksspiel, die Whales machen das Geld für diese Gratis-Apps. Und dann führt es dazu, dass zum Beispiel der Strache mehrere tausend Euro Clash of Clans ausgegeben hat, weil er sich da immer irgendwie Leben dazu gekauft hat. Wenn ich jetzt nichts kaufe und da immun bin dagegen, wird weiterhin optimiert und es wird mir Werbung angezeigt. Immer wieder. Und dann wird zumindest so nur irgendwie Geld generiert. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe meiner Mama Candy Crush am iPad installiert. Sie ist, glaube ich, in Level 3000 irgendwas. Ich bereue das inzwischen, aber sie wird nie Geld ausgeben dafür. Sie spürt, bis dass die Leben vorbei sind und dann legt sie es weg. Da bin ich sehr dankbar, dass sie dann nicht in irgendein Suchtverhalten oder so reinkippt. Wobei man argumentieren könnte, Level 3000. Ja. Aber sie ist da sehr, sehr reflektiert und legt es auf die Seite. Zum Glück. Viele Leute sind es nicht. Da gibt es eine Funktion inzwischen auf iOS, heißt die Screen Time und im Google-Betriebssystem heißt die Digital Health oder Digital Wellbeing, glaube ich. Da kann man sich anschauen, wie viele Stunden man pro Tag, pro Woche am Handy verbringt. Das ist meine Statistik da. 2 Stunden, 2 Minuten pro Tag. Gut, ich bin hauptsächlich immer noch vor dem Computer tätig, das heißt, da ist weniger am Smartphone. Aber kann man sich vielleicht einmal anschauen bei sich selbst. Und so schaut es aus. 2,5 Stunden waren Instagram, 1 Stunde 56 war Twitter, 1 Stunde Reddit, LinkedIn. Ja. Und da gibt es, und dann sind wir eh schon bald fertig, einen neuen Stern am Tech-Riesenhimmel, TikTok. Habt ihr diese Handheben-Funktionalität in Zoom? Wer von euch kennt das? Oder weiß nicht, ob wir die haben. Wurscht. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. TikTok ist die neue Trend-App bei den Jugendlichen und der durchschnittliche TikTok-User, die durchschnittliche TikTok-Userin verbringt 52 Minuten pro Tag in dieser App. 52 Minuten. Das ist der durchschnittliche Nutzer. Das heißt, da gibt es auf der einen Seite Leute, die weniger haben und auf der anderen Seite Leute, die viel mehr haben. Und ich selbst bin reingekippt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann wirklich 1 Stunde am Tag nur auf TikTok herum verbracht. Und was die machen ist, was TikTok extrem geil macht, ist, dieses Suchtverhalten in die Wege zu leiten. Weil ein Video auf TikTok, das erfolgreich wird, hier 100.000 Views. Ich habe ein Video gehabt, das 100.000 Mal angesehen worden ist. Also man fühlt sich extrem berühmt, wenn man das erfährt. Ich habe mich gefühlt wie der reinste Boss.
100.000, das ist eine riesige Zahl, das habe ich normalerweise nicht mit meinen Inhalten, muss ich sagen. Das haben wir, da freue ich mich über 1.000 Views auf meinen LinkedIn-Videos, aber das war's. 100.000. Und die haben das extrem geil gemacht, weil was passiert jetzt gerade auf Instagram? Man kriegt vielleicht ein bisschen weniger Likes, man ist nicht ganz so beliebt, aber wenn man ein TikTok-Video hat, die haben einfach diese, unsere wie soll man sagen, unseren mentalen Frame of Reference, unseren Bezugsrahmen einfach verzehnfacht. Und wenn jetzt mein TikTok-Video nicht 100.000 Views hat, dann bin ich ein Versager. Früher war ich ein Versager, wie wenn ich auf meinem Instagram-Bilder 10 Likes gekriegt habe oder so. Und das treibt es noch einmal auf die Spitze. Das finde ich jetzt noch einmal schlimmer als Instagram. Weil die Videos selbst auch 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden lang sind vielleicht. 30 Sekunden. Eine Minute ist das Maximum, das überhaupt möglich ist in der Plattform. Das heißt, man sitzt da wie die sprichwörtliche Ratte vor ihrer Slotmaschine und macht immer diesen hier. Nächstes Video, nächstes Video, nächstes Video. Und das Maximale, das passiert ist, ha, lustig. Und dann geht man schon wieder weiter. Und wenn das kein, wie soll man sagen, wenn das nicht ernst ist, dasselbe Verhalten wie bei einer Slotmaschine ist, dann weiß ich auch nichts mehr. Ich habe es dann löschen müssen. Und ich habe mir selbst App-Limits gesetzt. Die funktionieren nicht. Ich klicke immer nur auf Ignore Limit. Das Einzige, was die machen, ist, sie reißen mich raus aus diesem blinden Weil ich, okay, scheiße, jetzt ist schon wieder eine Viertelstunde vergangen, wo ich nur deppert auf Instagram war. Und ich verwende es, um überhaupt einmal rauszureißen oder mich da ein bisschen rauszureißen aus dem Ganzen. Ja, gibt es dieses Argument immer so, die Jugend und so weiter, wir reden ja nicht mehr miteinander. Und wenn man sich dann das anschaut, wie war es früher im Bus, es war jeder vor den Zeitungen und nicht vor den Smartphones. Wobei man natürlich sagen muss, beim Smartphone enden die Inhalte nicht mehr. Du kannst endlos scrollen, du kannst Stunden, Tage davor verbringen und du wirst nie alles gelesen haben. Das ist die Situation schon ein bisschen anders, muss man sagen. Und die Zeitung hat keinen Algorithmus, der mich darauf hintrimmt, möglichst lang vor der Zeitung zu sitzen oder möglichst lang Kreuzworträtsel zu lösen oder so. Das heißt, abschließend, mehr Zeit heißt auch mehr Geld für die Plattformen. Und jetzt, overall, die Plattformen haben das Interesse, so viele Daten wie möglich zu sammeln und User so lange wie möglich im eigenen System zu halten. Und alles andere muss auf dieses Ziel einzahlen. Wenn etwas gratis ist, dann sind wir das Produkt, unser Verhalten, die Daten, die wir generieren und so weiter. Und das ist egal wo, bei Taschenlampen-Apps, bei mobilen Videospielen, bei den Gratis-Tageszeitungen, bei der Jö-Karte. Genau dasselbe. Und in den Social Media natürlich. Also was tun? Wer diesen Herrn kennt, der ist von Into the Wild, alles liegen und stehen lassen, weg. Sehr verlockend, ja. Aber ich habe jetzt noch ein paar Fragen mitgebracht, die man immer wieder mal reflektieren sollte. Und das erste ist, bin ich das Produkt? Das, wenn man sich die Frage stellt, dann kommt man sehr schnell auf ein Thema, wo man sagt, okay, das fühlt sich jetzt schon ein bisschen komisch an, dass da meine Aufmerksamkeit wirklich so hart monetarisiert wird und da kalkuliert wird, dass ich Suchtverhalten an den Tag lege, nur damit ich länger in der Plattform bleibe. Dann werde ich gerade optimiert. Werden mir gerade Inhalte zugespielt, die mich länger in der Plattform halten sollen? Muss ich mir das YouTube-Video, wo sich irgendwer gegenseitig beschimpft oder so, muss ich mir das anschauen oder spielt es wirklich nur auf oder zählt es auf niedere Instinkte ab, wo ich sage, hahaha, der ist jetzt gescheit verarscht worden. Wer kontrolliert meine Gedanken? Wenn ich viel Zeit in diesen Plattformen verbringe, hat das natürlich zur Folge, dass ich in diesen Hierarchien denke, die es dort gibt. 100.000 Views. Alles andere ist jetzt nicht mehr wert, dass ich das mache. Und ich fühle mich schlecht. Jugendliche löschen teilweise Fotos auf Instagram, wenn sie in der ersten Stunde nicht genug Likes kriegen. Und was gibt es da draußen schon über mich? Welche Informationen haben diese Plattformen eigentlich schon, um mich zu optimieren? Die wissen meine politische Ausrichtung zu 100%. Spielen mir nur mehr Posts rein, die mein Weltbild bestätigen. Und kann ich da irgendwie ausbrechen oder kann ich das irgendwie reflektieren? Und das letzte Thema, Reflexion. Wenn man weiß, was dahinter steckt,
fällt es einem leichter, das eigene Verhalten vielleicht zu analysieren. Ich persönlich verwende eine App, die heißt Headspace, um zu meditieren. Und das habe ich jetzt als Schluss da. Ich finde diese App so nice, weil sie dieselben Mechaniken, Gamification, hey, du hast schon 3 Tage meditiert, bitte schau jetzt nicht, dass dein Run verloren geht. Hey, du hast jetzt schon 100 Tage meditiert, du musst halt auch, sonst ist die Zahl weg, sonst musst du wieder bei Null anfangen. Und die verwenden dieselben Prinzipien für was Positives. Und deswegen habe ich dir da am Schluss reingegeben, ich bin ein Riesenfan davon, weil diese Mechaniken kann man zum Positiven und zum Negativen verwenden. Und wenn wir alle uns ein bisschen anschauen, was da passiert und was mit unseren Jugendlichen passiert, jetzt bin ich 30, jetzt kann ich das schon so sagen, ein bisschen reflektieren, ein bisschen anschauen, ein bisschen analysieren können und dann schaffen wir es vielleicht, dass unser Internet irgendwann einmal wieder so ausschaut und Diskussion und, wie soll man sagen, auf Augenhöhe stattfindet und nicht irgendwie jeder zensiert sich selbst und löscht Videos, weil Likes und weil man verarscht wird und weil Cybermobbing stattfindet. Vielleicht schaffen wir es noch, dass diese ursprüngliche Utopie mal irgendwann Wirklichkeit wird. Ich sage danke. Ich hoffe, es war kurzweilig. Ich habe ein bisschen länger gebraucht als gedacht. Ich bin aber noch da. Das heißt, wenn es Fragen gibt, ich weiß nicht, ob ihr noch Zeit habt. Ich bin auf jeden Fall noch da für eine Fragerunde. Und ja, danke sehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf LinkedIn folgt, ich habe einen YouTube-Kanal oder auf martinhaunschmidt.com vorbeischaut. Ich schreibe immer wieder zu dem Thema. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Fragerunde. Ja, danke Martin. Es war wirklich super interessant. Org finde ich, dass Android viel mehr Daten saugt als Apple. Ich habe mir das ganz, also für mich wäre es anders gewesen. Ich habe mir gedacht, Apple ist dafür wieder. Ja? Aber das habe ich super interessant gefunden. Wenn ihr Fragen habt, bitte entmutet euer Mikro oder schreibt es in den Chat. Fragen an den Martin. Manche müssen leider schon gehen, das ist meistens so, weil wir halt. Ja, was. Aber wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt, dann jetzt rein. Und ich muss mein Handy stumm schalten. So. Ja, da muss man immer hinschauen und wird aus dem aktuellen Pass gerissen. Ja, ja. Kriegt eine Werbung und nach. Vielleicht darf ich noch einmal fragen. Oder ist gar keine Frage, sondern eher Rückmeldung. Mir ist aufgefallen, dass du den Suchtbegriff recht schnell bemüht hast. Ja? Und das ist etwas, was wir in der Praxis eigentlich vermeiden. Mhm. Aus bestimmten Gründen. Erstens, weil es natürlich wissenschaftlich abgesehen von der Gaming Disorder keine Sucht gibt, ja, im ICD, und es gibt die Suchtdebatte und es gibt Forschung dazu. Und zweitens, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass sich, wenn vor allem Jugendliche oft diesen Begriff oft konfrontiert sind, meistens von ihren Eltern oder von SozialpädagogInnen, dass die dann dazu neigen, zu sagen, naja gut, ich ruhe mich darauf aus und sage, ich bin ja süchtig, ich kann nichts mehr für das Verhalten. Und damit haben wir genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen, dass wir die Personen eigentlich in die Kraft holen wollen und sagen wollen, ihr müsst, oder wie können wir unterstützen, dabei aktiv zu werden, alternative Interessen aufzubauen. Und mit diesem Suchtbegriff, der noch vorschnell da ist, haben wir das Gegenteil erreicht, so dass die sagen, ich bin süchtig, ich kann gar nicht anders. Und deswegen, und ich weiß, dass das Jugendliche das schnell verwenden, dass es in der Alltagssprache total verankert ist. Aber wir würden mal wünschen, und das als Rückmeldung an dich als Kritische, wenn ich mir das erlauben darf, dass man da aufpasst und dass man das vielleicht wieder zusagt, dass es sehr flapsig formuliert ist, weil das Medium ist genug kritisiert und auch wenn man über die dunkle Seite des Mediums spricht, da gibt es Sachen und Problematiken, die da sind, noch bevor Suchtverhalten überhaupt auf dem Tablet liegt. Ja. Danke für die Rückmeldung. Ich bin kein Psychologe, ich bin der klassische Techniker und ich muss auch sagen, ich bin überhaupt nicht, also ich bewundere euch für die Arbeit, die ihr tut. Ich habe auch nicht wirklich mit Jugendlichen zu tun. Das ist hauptsächlich im Business-Kontext, dass ich diese Vorträge halte. Also sehr, 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 sehr wichtiges Feedback. Danke sehr. Aber ich kenne mich eben nicht genau aus in dem Bereich. Also das ganz richtig, richtig getroffen jetzt das, dass ich das halt sehr umgangssprachlich da verwende, beziehungsweise sehr hart formuliert habe, auch teilweise. Und das dann vielleicht in eurer Arbeit ein bisschen mit mehr Feingefühl dann stattfindet.
wollte mich nur bedanken für den Vortrag. Total viel, finde ich. Ja. Ich muss das alles erst verarbeiten. Ich habe 1000 Fragen, glaube ich, schon. Ich muss nur leider zum Team zurück. Ich komme auch aus der Sucht, aus einer Suchtberatungsstelle, Jugendsuchtberatungsstelle. Und danke, Markus, auch für den Hinweis. Also ich höre es jetzt auch sehr oft, die Eltern, die halt dann sagen, mein Sohn ist süchtig, weil er einfach viel vom PC hängt. Also da muss man auch erklären, was ist Sucht und so weiter und da genau differenzieren. Danke für den echt spannenden, von der technischen Seite finde ich spannend. Also ich finde das cool, wenn jemand von der Technik kommt und das versucht zu erklären, recht einfach. Also ich habe es verstanden, muss es erst verarbeiten und danke. Ja, ist sehr viel. Tschüss. Ciao. Da ist eine Frage, glaube ich. Genau, von der Nina. Empfehlenswerten Apps hinsichtlich Datensaugen. Schwierig, oder? Sage ich mal. Ja, ja. Auf jeden Fall mal diese ganzen, ich sage jetzt mal, billig produzierten QR-Code-Reader, Taschenlampen-Apps, weg damit. Aber das ist eh inzwischen Funktionalität, die schon in den Geräten selbst eingebaut ist. Ja, ansonsten, man wird nicht vermeiden können, dass sich die TikTok installieren, auch wenn es eine chinesische App ist, die einfach, wo die Daten in China liegen und wo wahrscheinlich über Machine Learning Gesichtserkennung drüber gefahren wird und so weiter und so fort, das wird man nicht vermeiden können. Ich selbst habe ja auch einen Account dort und habe die App am Handy. Es ist ultimativ etwas, das jeder für sich selbst und jede für sich selbst entscheiden sollte. Mir ist es wichtiger, meine Privatsphäre, und ich kann aber auch kalkuliert quasi sagen, okay, diese App lasse ich bei mir am Handy, weil ich eben das iPhone habe und da das Tracking deaktiviert und mich auskennen, welche Einstellungen ich treffen muss und so weiter. Das heißt, es ist trotzdem etwas, das jeder für sich selbst entscheiden muss, auch bei der Wahl des Handys. Wenn ich jetzt so drastisch das ist, aber wenn ich jetzt nicht die 1200 Euro für was das blöde iPhone inzwischen kostet habe, muss man jetzt einfach schauen, was ist einem wert und, oder was ist es nicht wert. Aber prinzipiell bin ich der Ansicht, so wenig Apps wie möglich installieren. Auch diese ganzen Kundenkarten-Apps und so weiter weglassen. Ja. Aber es ist schwierig, da jetzt wirklich eine umfassende Liste irgendwie zu geben. Okay, das hilft schon weiter. Dankeschön. Mhm. Gibt es sonst noch eine Frage an den Martin? Dann habt ihr jetzt noch die Chance. Wir sind schon 10 nach 10. Uiuiui. ja, wir sind noch da, also es passt. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann stellt es bitte. Ich habe sonst noch eine Frage. Netflix schaust du ja auch. Und da gibt es ja diesen Film, warte mal, The Social Dilemma. Ja, weiß nicht, ja, ob du den kennst. Ist das was, wo du sagst, ja, mit dem... Das kann man eigentlich, das könnte man sich anschauen als, oder ist das eher was? Das auf jeden Fall, ja. Also das ist die ist sehr gut gemacht, wenn auch natürlich wieder ein bisschen einseitig, wie so oft diese Entertainment, Docutainment-Geschichten. Ja, und natürlich die ganzen Leute, die da drinnen reden, haben natürlich fürstlich verdient, während sie dabei waren, und irgendwann ist das Gewissen daherkommen und jetzt ist das halt vielleicht der Weg, das eigene Gewissen ein bisschen zu beruhigen. Ja, die Inhalte auf jeden Fall, also der Inhalt der Doku, das ist ja wirklich gut gemacht. Auch diese Auktion der Inhalte ist gut dargestellt, wie die Daten gesammelt werden und wie das also sehr gut und bildlich dargestellt. Also das kann man auf jeden Fall anschauen. Als Tipp, wenn man irgendwie jetzt einmal am Abend Zeit hat, kann man sich das ja nochmal... Ja, aber vielleicht nur ein bisschen... Oder hast du noch einen Tipp, einen anderen, wo man sagt, hey, das, macht das noch, schaut das noch an. Oder schaut sich diese Seiten an. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey... Ja, es gibt ein paar so Watchdogs, die immer wieder über so Privatsphäre und so weiter, so Geschichten, vielleicht die, wie heißen sie jetzt? Epicenter Works, glaube ich, heißen sie jetzt. Das ist ein Verein, der für Privacy, für Privatsphäre und so weiter
auch immer die Corona-Apps zum Beispiel und so weiter analysiert. Okay. Die machen da gute Arbeit, da spende ich auch immer wieder mal. Ja, Mimikama ist da sehr gut, wenn es darum geht. Waren schon bei uns in der Logoversity? Nice. Ja, die leisten da wirklich, wirklich gute Arbeit und ich muss echt sagen, Respekt vor dem Durchhaltevermögen. Ich werde schon sehr müde geworden, wenn ich zum 100. Mal sagen muss, na, das ist Fake News, das ist Fake News. Aber die machen das sehr gut, dass man und auch immer wirklich, dass man das auch schicken kann, wenn es in einer Familien-WhatsApp-Gruppe oder so oder irgendwie sowas geteilt wird, kann man sie dann Mimikama-Artikel dazu schicken und diese Erklärung und Diskussion gewissermaßen ein bisschen von sich weg auslagern. Die leisten da wirklich, wirklich gute Arbeit. Ansonsten, also das Social Dilemma, das ist da schon ein sehr, sehr guter Überblick. Aber mein Tipp, nicht direkt danach schlafen gehen, sondern vielleicht nur irgendwie irgendeine Form des Zur-Ruhe-Kommens einplanen, sei es jetzt irgendwie eine Meditation oder Yoga oder irgendwas lesen, weil es ist schon ziemlich hart, wenn man sich überlegt, was da alles passiert. Ja, danke Martin. Also sehr gerne. Mir hat das halt taugt. Wirklich, es war super, super interessant. Wie gesagt, ich habe vieles dazu gelernt wieder. Echt so zeitweise, ich glaube, das muss ich erst auch ein bisschen verarbeiten. Das wird man dann merken, wenn man selbst am Handy hängt. Wenn man genau. Dann in der Pause wieder kurz hinschaut, dann genau. Dann denkt sie mich. Die Privatsphären-Einstellung habe ich schon geändert, zum Beispiel jetzt. Gell? Also das ist gut, schon weg. Gut. Ich habe dazu gelernt. Ja, ich sage offiziell Dankeschön und beende die Aufnahme. Danke, danke, war wirklich sehr cool.